Ich glaub's nicht! Sie haben's geschafft, Murray! Da kommt er wieder. Als Skelett. Hier ist Murray! Und jetzt fick mich von der anderen Seite! Murray! Sie sind jetzt ein sprechendes Skelett! Coole Sache! Verdammt richtig! Wie sieht's aus? Bereit für das jüngste Gericht? Hail to the King, Murray! Ziehen wir's durch! Bitte sehr, der Grill. Super Mittagessen. Tut mir leid, Hungersnot, aber du musst wohl mit den Augen schmausen. Hey, warte mal. Wo ist das Essen? Richtig, das Essen. Wir haben es dir deutlich gesagt. Wir essen nur Menschenfleisch. Und bring bloß keine vergammelte Leiche an, ja? Und, wenn ich euch fragen dürfte, wo bitte soll ich denn frisches Menschenfleisch auftreiben? Okay, okay, mir fällt schon was ein. Erstmal das Rizinusöl mitnehmen. So, damit können wir nichts mehr machen, außer mit Murray sprechen. Ich glaube, wir haben unseren Alkohol. Hallo Matt, möchtest du vielleicht hier... Niemand will diesen Scheiß haben. Ach so, warte mal. Dann gehen wir zum Penner. Gegen die Schmerzen hilft bestimmt Rizinusöl. So, komm. Ich kann dich einfach nicht so leiden sehen. Wenn du mich nur... verspotten willst, Ding. Hau lieber ab! Okay, Kumpel. Hier, ein warmes Getränk. Gleich geht's dir besser. Ehrlich? Ja, es hat jedenfalls geholfen, als Mortimer eine tote Ratte gefressen hat. Was? Jetzt halt dein Maul und trink! Das Gewürge geht mir langsam auf die Eier. Als hättest du eine Zombie-Big Ben verschluckt. Entweder du trinkst jetzt, oder ich schieb dich in die Lava. Was soll's sein? Wow, mir geht's echt besser. Das Ranzengrimmen ist weg. Und die Magenkrämpfe gleich mit. Aber, Junge. Du sagtest, das soll helfen. Und du sagst, du wärst mein Orakel. Was? So, erstmal den Becher mitnehmen. Und lass mich raten, wir füllen das jetzt mit Pennerkotze auf. Ich nehme mir mal ein bisschen davon, okay? Das wird jetzt wohl der Alkohol für Matt sein. Na lecker. Ich glaube, Matt nimmt auch so ziemlich alles, wo Alkohol drin ist. Hey, Alter, ich war mal zu frei und hab dein Glas voll gemacht. Also, gehen wir zu der Party? Das war doch der Plan, oder? Hast du mal wieder Wodka mit Wein gemischt? Nee, das ist ein ganz neues Rezept. Mein eigenes Spezialelixier. Mann, das riecht nach Kotze. Echt, als hätte eine verdammte Leiche seine vergammelnden Innereien hier reingeschüttet. Ehrlich? Ja, Mann, was so viel heißt wie, es haut richtig gut rein, oder? Nach dir. So, ab aufs Dach. Attacke! Grendel? Wo ist die Party? Naja. ich bin der schlechteste Freund der Weltgeschichte. Ja. Einer der herzlosesten Menschen, denen wir je begegnet sind. Das geht etwas zu weit. Wir reden hier ja nicht über Attila, den Hunden oder Mutter Teresa. Die Frau war das personifizierte Böse. Ich hoffe, sehr schön, dass unsere Beziehung gefestigter ist, nachdem ich euch meinen besten Freund zum Fraß vorgeworfen habe. Ich dachte, du wolltest nur die Welt retten. Ja, genau das. Also was ist jetzt mit dem uralten Geheimnis, das alles wieder ins Lot bringt? Ich meine, ich habe ja meinen Teil eingehalten.
Nicht so schnell, Junge. Es könnte immer noch schlimmer werden. Ach, kommt schon. Wie soll's denn noch schlimmer werden? Wie sieht's mit den Krabblern aus? Den was? Den Krabblern aus der Tiefe. Die Dinger sind echt unangenehm. Was ist mit denen? Was mit denen ist? Tja, du wirst Tausende von ihnen töten müssen, wenn du die Welt retten willst. Oh, was meinst du mit töten? Töten, killen, exterminieren. Nenn's, wie du willst, aber du musst all deine Erfahrungen, Waffen und Munition einsetzen, die du während deines Abenteuers gesammelt hast, wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst. Krabbler kennen keine Gnade. Waffen! Und noch eins. Wenn du noch EXP-Punkte hast, solltest du sie jetzt einsetzen. Sehr schön. Übrigens, wenn ich du wäre, würde ich Auto-Target aktivieren. Die Teile sind echt flink. Es reicht jetzt. Wovon zum Geier redet ihr? Halt die Klappe, Hungersnot. Na klar hat er die Socke mitgenommen. Wer wäre denn auch so blöd und würde die liegen lassen? Was für eine Socke? Um den zukünftigen Fortbestand der Zivilisation willen. Sag, dass du die Socke unter deinem Bett eingesammelt hast. Unter meinem Bett war eine Socke? Ja, dann verabschiede dich mal von deiner Existenz. Ohne Socke geht gar nichts. Wenn die so wichtig ist, warum kann ich sie nicht einfach jetzt noch holen? Jetzt ist zu spät. Keine Zeit mehr. Ja, der Mensch ist ganz schön blöde. Das wissen wir doch schon. Aber was haben denn die ganzen Krabbler mit meinen Socken zu tun? Alles ist mit allem verbunden. Hast du nie Butterflies? Sehr schön. Wenn du die Socke mitgenommen hättest, hätten die Krabbler die Stadt übernommen. Kannst du dir das vorstellen? Du würdest mit einem Sturmgewehr, mit Granatwerfer und Kettensäge rumlaufen. Und du hättest Double Jump Skills. Double Jump? Ja, Double Jump. Und Deckung in der Wand. Und wofür bräuchte ich diese unglaublichen Skills? Hast du nicht zugehört? Um mit den verdammten Krabblern fertig zu werden. Ja, aber ich habe die Socke nicht mitgenommen. Also, was passiert jetzt? Wir haben's ja gesagt. Ohne Socke besteht keine Hoffnung. Aber es gibt auch keine Krabbler, oder? Genau. Tja, dann, Problem gelöst. Randall 1, Krabbler 0. So einfach ist das nicht. Du hast die einzige Chance verpasst, aus diesem Adventure mehr zu machen, als einfach rumzulaufen, mit Leuten zu reden und Sachen zu klauen. Ich rede von Kriegsmaschinerie, von der Attacke aus dem Schützenloch in einem Hagel von Geschossen, vom Drücken des Abzugs, bis der Finger abfängt. Also quasi alles, was das Herz begehrt. Okay. Gut, ich hab die Scheißsocke aber nicht mitgenommen. Schade, dass ich jetzt die Krabbler verpasse. Können wir uns jetzt wieder um das Wesentliche kümmern, ja? Die Welt geht zur Hölle und mir ist gerade nicht nach Waffen abfeuern und rumspringen und so einer Scheiße. Double Jump! Wie immer. Okay, das reicht jetzt. Wir haben den Jungen unser Wort gegeben. Jetzt müssen wir es auch halten. Aber wenn der Boss das rausfindet, röstet sie unsere Eier. Er hat uns eh schon am Arsch. Was denkst du, Hungersnot? Stimmt. Dann sind wir uns alle einig. Also, was jetzt? Geh mal ein Stück zurück. Wir öffnen das Portal. Okay. Wir sollten das Portal mit extremen Wurzeln benutzen. Also sei vorsichtig, Mister. Da rein! Ihr glaubt, dass ich da reingehe? Auf keinen Fall. Werde ich sicher desintegriert oder so. Habt ihr nicht auch noch mehr Hunger? Dieser Freund von ihm war ja nicht mehr als Haut und Knochen. Okay, okay, ich gehe ja schon. Und jetzt? Ich glaub's nicht. Ich bin noch ganz. Randall Hicks, ehemaliger Zeitsklave, im Moment interdimensionaler blinder Passagier und ab sofort Raumzeitgestrandeter. Was? Alles hat ein Vorher und ein Nachher. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Unsere Geschichte, so wie viele andere Dinge auch, endet genau da, wo sie begann. Entschuldigung,
Was ist heute für ein Tag? Heute ist der Tag, an dem du eine zweite Chance erhältst. Die Chance, nach der du dich so lange gesehnt hast und für die du gekämpft hast. Der Ort? Eine Bar. Der Tag? Sonntag. Die Zeit? Etwas früher, als diese Geschichte ihren Anfang nahm. Wow, Sie wissen ja offensichtlich, wovon Sie reden. Wer sind Sie denn, wenn man fragen darf? Niemand von Belang. Nur ein Bühnenarbeiter im Schatten. Jemand, der sich hinter den Kulissen wohler fühlt. Ein Dramaturg, der seine Zeit an der Tastatur verbringt. Ich bin der Erzähler. Aber du kannst mich Rod nennen, wenn du willst. Wissen Sie, Rod, Sie erinnern mich an diesen obdachlosen Stalker. Der fuhr auch so aufs Mystische ab. Aber dann haben wir uns zerstritten. So unter uns? Ich weiß nicht, ob es an dem Anzug oder an der Zigarre liegt. Aber ihr zwei seid echt nicht vergleichbar. Sie sind mir so der klassische, elegante Typ. Absolut. Danke, Randall Hicks. Nun erfülle deine Bestimmung. Und hier, nimm das. Das wird dir nützlich sein, egal wo du hingehst. So, können wir nochmal mit Rod reden? Also, Rod, irgendwelche Tipps? Geh in die Bar und tu, was du tun musst, bevor deine Freunde auftauchen. Viel Glück. Der ist schon ein bisschen durchgeknallt, aber er scheint zu wissen, wovon er redet. Was haben wir denn eigentlich gekriegt? Einen falschen Bart, okay. Na dann gehen wir mal in die Bar. Okay, da ist mein anderes Ich. Wäre wohl besser, wenn der mich nicht erkennt. Ich glaube, ein Selbstgespräch wäre wohl jetzt das Vernünftigste. So komisch das klingen mag. Guten Abend, der Herr. Ich hätte da ein paar Fragen, wenn es keine Umstände macht. Oi, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur mein anderes Ich davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, Metz Ring zu behalten und... Das geht nicht. Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Selbstgespräche sind hier keine Option, okay? Da könntest du mal wieder das Raum-Zeit-Kontinuum aus dem Gleichgewicht bringen. Das ist zu riskant. Eine falsche Aktion und bumm! China dem Erdboden gleichgemacht. Ja, das passierte 54 schon mal. Wisst ihr noch? Ja, ich erinnere mich. Und du weißt auch noch, was wir durchmachen mussten, um alles wieder gerade zu biegen? Deswegen lassen wir nicht zu, dass sowas nochmal passiert. Aber gar nichts, Junge. Du kannst mit dir selbst nicht interagieren. Du musst einen anderen Weg finden, deinen Doppelgänger loszuwerden. Und weißt du was? Den Schnauzbart solltest du auch dran lassen. Er hat recht. Gib dich einfach als jemand anders aus. Zwei Randalls an ein und demselben Ort könnte verdächtig wirken. In Ordnung. Na dann dürfen wir nicht mit uns selbst reden. Dann reden wir dafür mit Elaine. Moment mal. Wenn ich jetzt wieder ganz am Anfang stehe, wieso ist dann Elaine immer noch so heiß? Hoffentlich bleibt sie für immer so. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Entschuldigung, kennen wir uns? Tja, ist die Sonne gerade aufgegangen? Oder ist das nur dein Lächeln? Das muss wohl die Sonne sein, weil ich wildfremde Typen nie anlächle. Das war fies, aber gut gekontert. Danke. Willst du was bestellen? Oder starrst du nur weiter auf meine Brüste? Oh, tut mir leid. Aber ich dachte eigentlich, dass deine Brüste mich anstarren. Ah, der war gut. Also, nenn mich misstrauisch, aber du siehst aus, als kämst du gerade aus dem Knast. Was? Auf keinen Fall. Sicher? Tja, wenn du einen Drink willst, zeig mir mal dein Bares. Mein Bares? Ich wusste es. Sieht das hier für dich wie die Wohlfahrt aus? Nee, dann wären hier sicher viel mehr Kinder drin. Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Ich schäme mich sehr. Jetzt kommt also die sensible Nummer, ja? Nein, ganz und gar nicht. Ich will mich wirklich entschuldigen. Ich bin da wohl etwas zu weit gegangen. Okay, Entschuldigung angenommen. Jetzt lass mich allein, ich habe Besseres zu tun. Ja, klar. Kann ich bitte ein Bier haben? Geht das schon wieder los? Hast du Geld? Tja,
Kein Geld, kein Alk. So läuft das in der Bar. Und jetzt raus. Noch nicht ganz.